Hallo alle zusammen und willkommen zurück zum neuen Part von Delicious Emily's Holiday Season. In der letzten Folge haben wir wieder den DHL-Mann getroffen. Und wir machen mit Kapitel 8 weiter. Level 8 in Kapitel 2. Und mein Spiel hängt ab und zu, ich weiß aber nicht warum. Wie zum Beispiel jetzt. Lalala. Good night. I think my game is dying. Oh nein! Es geht weiter! Oh nein! Der Briefkasten! Oh nein, alle Weihnachtskarten sind herausgefallen! Kein Problem, ich helfe dir dabei, sie zu suchen. Danke, Paul, du bist echt süß. Was ist mit meinem Spiel? Naja, wenigstens ist es passiert, solange der Weihnachtsmarkt noch offen hat. Soll ich jetzt Karten suchen, oder was? Hä? Da ist eine Briefkarte. Da ist eine! Oh. Da ist auch eine. Ich sollte hier kochen und noch Karten suchen? Was ist denn das denn? Da ist noch eine. Da ist eine. Und ich kann mich nicht auf so viele Sachen auf einmal konzentrieren. Da ist eine. Dann sammel sie ein. Ist jetzt gerade sicher sauer. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich auch keine nicht mehr Karten. Da ist eine. Da ist ein Kind. Da ist eine. Sammelt der jetzt auch welche oder muss ich die alle selber sammeln? Weil ehrlich gesagt sehe ich nicht mehr Karten. Ich mache jetzt noch mehr Maroni. So, haben wir das und das. Ich sehe keine Karten mehr, Leute. Da hinten ist noch eine Mauerkarte. Ich weiß doch nicht, wo die Maus jetzt sein soll. Mir fehlen noch drei Karten. Und ich bin ehrlich, ich sehe auch keiner mehr. Ich sehe keine Karten mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo noch Karten hier liegen sollten. Folgen mir so gerade so viele Leute, dass ich gerade total den Überblick verloren habe. Kannst du bitte wieder die Karten suchen gehen, Mister? Sehr unerhört. Ich sehe keine Karten mehr. Ich habe gerade das Kind total ignoriert. Es tut mir leid. Oh Mann, was ist denn los mit dem Spiel? Ich sehe nichts, geh weg! Toll, jetzt wäre wahrscheinlich die Maus da irgendwo gewesen und ich habe sie nicht gesehen, weil dieses blöde Ding hier rein. Was ist das da? Warum ist da so ein Mini-Typ? Ich will noch keine Karten mehr. Ob bitte können aufhören, hier Leute durch die Gegend zu eiern. Das macht mich gerade richtig nervlich fertig. Das ist richtig kacke hier. Ich sehe auch gar keine Karten mehr. Soll denn hier noch was sein? Da ist auch keine. Jetzt sind doch keine Karten mehr.
Überhaupt, ich habe Mini-Franco gefunden. Die Maus finde ich auch nicht. Ist richtig kacke hier. Ich sehe die Maus nicht. Nee, ich sehe sie gar nicht. Mutti steht der Paul davor. Karten finde ich auch keine mehr. Das Level ist echt katastrophal, wenn ich ehrlich bin. Man findet hier gar nichts. Nächstens haben wir das Expertenziel. Bonuskunde? Oh, warte. Da hinten ist die Maus. Nächstens habe ich die Maus gefunden. Aber Karten sehe ich auch keine mehr. Da ist noch eine Karte. Es ist mir jetzt gekonnt egal. Nee. Ich finde keine Karten mehr. Schade. Ich schätze mal, mehr finden wir nicht. Naja, wenigstens bekommen diese Leute ihre Weihnachtskarten. Ja, mich würde halt interessieren, wo die gewesen wären, aber ich habe keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Du warst eine große Hilfe, Paul. Och, du hast viel mehr als ich gefunden. Trotzdem, allein hätte ich das nicht geschafft. Danke. Vielleicht waren es auch die, die er gefunden hat, kann das sein? Hättest du es für klug? Hältst du es für klug, so mit Paul zu reden? Was genau meinst du damit? Ich meine, der Typ ist in dich verliebt, aber du ihn nicht. Hm. Oh, wirklich? Wo waren denn die letzten Karten? Meine Güte. Na gut, machen wir mit dem nächsten Level weiter. Was sich das Spiel nicht wieder auffängt. So, ich hoffe, heute haben wir keine doofe Mission. Wäre echt doof. So. Aber das war heute. Also es war echt mies, das Level. Ach nee, was ist denn jetzt? Nichts hat es abgegeben. Mann, dieser Tag ist echt wie im Flug vergangen und ganz ohne besondere Vorkommnisse. Oh je. Hallo, da ist ja die Bürgermeisterin. Emily, ich habe dich völlig vergessen, dir zu sagen. Heute ist Kerzenabend. Was? Ja, das Fest veranstalten wir jedes Jahr. Man bringt die Person, mit der man lebt, und zündet eine Glückskerze an. Und der Kerzenwächter achtet darauf, dass sie weiter brennen. Wer ist denn Kerzenwächter? Naja, du. Und der Weihnachtsmarkt bleibt bis Mitternacht geöffnet. Was? Wirklich, das ist eine Ehre. Na, hoffentlich halte ich bis zum Ende des Abends durch. Oh je. Dann werden vermutlich heute Leute vorrangig Kerzen kaufen. Irgendwie mag mein PC nicht, diesen Schnee nicht. Ich habe ihnen schon wieder die falsche Suppe gebracht. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass hier zu viele Menschen rumeiern.
Gott, meine Maus ist weg. So. End euch, zu viele Menschen. Noch nicht schon wieder. Was macht denn Angela jetzt hier? Hallo Angela, was machst du denn hier? Ach, weißt du, ich bin mit diesem tollen Typen hier, den ich vom Skifahren getroffen habe. Natürlich, meine Schwester hat auch in Snackford schon jemanden getroffen. Mach dich ruhig darüber lustig, aber er ist wirklich nett. Du kennst ihn übrigens. Ach ja, da ist er ja. Nee. Hey, Emily. Nee. Jetzt macht er sich an die Schwester von Emily ran. Paul? Los, komm, wir zünden eine Kerze an, Paul. Das ist jetzt aber ein Scherz gewesen, oder? Jetzt schmeißt er sich an die Schwester von Emily ran. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Richtig schlimm, der Junge. Richtig, richtig schlimm. Ein Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich an die Schwester von Emily ranschmeißt. Ich bilde mir ein, dass das Angela eigentlich einen Freund hat. Also nein, ich glaube, den heiratet sie erst später. Stimmt, den heiratet sie erst im nächsten Teil. Im übernächsten Teil. In Emily's True Love. Den werden wir irgendwann mal auch spielen. Das Kind mag ein Foto. Ich habe die Maus gehört, aber hab's nicht gesehen. Kannst du bitte abkassieren? Sie ist echt. Ich hasse es. Ich bin froh, wenn wir von diesem Level weg sind und hier nicht mehr so viele Menschen rumeiern. Weil so etwas mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so. Wenn hier die ganze Zeit Leute durchs Bild gehen. Egal, ich weiß, dass es ein Weihnachtsmarkt ist. Ist die Kerze ausgegangen. Oh mein Gott. Aber, ja. Nee. Was denn? Es gehen jetzt alle nacheinander aus, oder was? Ist ja richtig bescheuert. Nein, werde nicht schneller finden. Nein! So, jetzt habe ich die Suppe weggeschmissen. Das freut mich natürlich. Ja, jetzt chill mal, Kerze. Du kriegst ein Foto. Ich habe übrigens gestern, als ich in einem Shopping Mall war, auch einen Weihnachtsmann getroffen mit seinen Elfinnen. Ja, dann sind wir kurz, haben uns dann kurz umgedreht, weil wir zurückgegangen sind und auf einmal war der Weihnachtsmann weg. Und dachte mir so, cool. Was ist jetzt mit den ganzen Kindern, die Fotos mit dem Weihnachtsmann machen möchten? Der verpieselt sich einfach. So eine Frechheit. Die armen kleinen Kinder mussten auf den Weihnachtsmann. Jetzt setzt die arme Omi. Okay, die Omi lasse ich. Die ist arm. Die darf sich setzen, weil sie alt ist. Da ist die Maus. Bye. Oh, Foto. Foto! Foto, mag ein Foto! Ich glaube, hätte ich einen größeren Bildschirm, würde ich manche Sachen viel schneller sehen als auf so einem kleinen Bildschirm und würde mich nicht, glaube ich, die ganze Zeit nicht zerklicken. So. Hab ich auf die Kasse gedrückt. Oh Mann. Die Kerzen gehen die ganze Zeit aus. Könnt ihr das nicht selber holen? Wäre doch viel praktischer. So, bitteschön. Tut die jetzt die Kerze? Sie ist die Kerze! Vor dem Trinken könnte gar nicht. Ich habe nichts zum Trinken. Ich glaub, in den neueren Emily-Teilen ist es tatsächlich so gehandhabt, dass sie, wenn sie. Spiel, bitte. Bitte. Nichts essen. Beziehungsweise zum Beispiel Blumen oder sowas kochen. Und der andere was zu essen. Meine Güte, chill mal, Spiel. Ich hoffe jetzt, dass der Part hochgeladen ist, damit ich meinen PC neu starten kann. Weil so aufnehmen ist echt schrecklich. Vor allem ist dann 8, da muss ich sowieso aufhören. Weil ich würde mir gerne noch meine Mathematik-Klausur lernen. Ich würde es mir sowieso durchlesen. Lernen kann ich nicht. Ich kann Mathematik nicht lernen. Ich hasse Mathematik.
bin ich das totale Gegenteil von meiner Mama. Meine Mutter liebt Mathematik. Und ich hasse Mathematik. Ich komme da, glaube ich, gleich auch meinem Vater, der ist auch nicht so der Mathe-Fan. Ich bin dann eher so der Mensch, dass, wenn mich was interessiert, dann merke ich es mir. Wenn es mich nicht interessiert, dann merke ich es mir auch nicht. Wir haben noch so viel Zeit! Meine Güte! Ich finde es aber sehr interessant. Ich muss mich die ganze Zeit umsetzen. Das tut mir richtig leid, aber meine Knie tun weh. Und jetzt hat mein Stuhl geknarrt. Das freut mich. So, noch das German Strawberries. Ja, jetzt Kerze, jetzt musst du warten, Kerze. So. Ein gutes Expertenziel haben wir auch. Die Suppe geht mal wieder über, der Schmarrn geht mal wieder über, dann brauche ich das Foto, dann brauche ich das und dann brauche ich einen Dings. Ja! Ja, Kerze, ist okay. Chill mal deine Basis hier. So, das und das und das. Und dann abkassieren. Perfekt. Jetzt geht sicher gleich die Kerze oder die Kerze aus. Ich wette mit euch. So, noch eine Macaroni. Maroni. Nicht Macaroni. Maroni. Herr Jemini. Jetzt haben wir die Suppe. Klaus. Warum nenne ich ihn jetzt Klaus? Franco! Meine Güte! So, einmal und einmal die Kerze. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch die Lady. Die möchte das und eine Kerze. Bitte schön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bonuskunde? Why? Go away. Nobody likes you. Jetzt geht auch noch die Kerze aus. Die falsche Kerze gemacht. Ach. Wollte nicht. Hallo? Komm, jetzt küssen sie sich noch. Nein, nicht. Okay, schade. Danke, M. Paul ist ein echt netter Typ und so total anders aller. Paul ist ein echt netter Typ und so total anders, meine Güte, als alle meine anderen Freunde bisher. Kein Problem, kümmere dich nur gut um ihn, okay? Na klar. Doch. Blöde Kerze. Geht der einfach nur aus hier am Ende. Wahnsinn. Aber gut, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part von Delicious. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.